Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist während der letzten 20 Jahre passiert? Ich meine nicht hier in Münster. Das würden Herr Peck und Herr Joksch viel besser bilanzieren können und das Team natürlich in der Stadtverwaltung vor allem im Dezernat für Nachhaltigkeit. Nein, ich meine, wie wir heute Nachhaltigkeit unterscheiden vom Inhalt und von der Struktur her im Vergleich zu der Zeit vor 20 Jahren. In den 90er Jahren habe ich eine ähnliche Position vertreten. Diese Position heißt, es gibt verschiedene Namen dafür, grünes Wachstum, ökologische Effizienz, ökologische Modernisierung, Entkopplung des wirtschaftlichen Wachstums von ökologischen Schäden. Man kann aber diesen Standpunkt auch anders nennen, nämlich wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und dieses Motto verkauft sich gut, nicht nur in der Politik, sondern auch in den Kommunen. Alle finden Nachhaltigkeit toll, weil nachhaltige Entwicklung immer eine Kunst des zusätzlichen Bewirkens ist und niemandem auf die Füße getreten wird. Alles kann eigentlich so bleiben, wie es ist. Es wird weiter gebaut, aber jetzt aus Holz und Passivhäuser. Es wird weiter gefahren, aber jetzt mit Elektromobilen. Ja? Es wird weiter geflogen, aber jetzt vielleicht mit Atmosphäre kompensiert und so weiter. Es werden genauso viele Textilien gekauft wie früher, aber jetzt von Hess Natur. Es wird genauso viel Bionade getrunken, aber jetzt eben mit ökologischem Kennzeichen. Und da fängt schon sozusagen die Geschichte oder Rekonstruktion des Scheiterns bisheriger Nachhaltigkeitsbemühungen an. Also wenn wir nicht die Ziele neu definieren und die Strategien neu aufstellen, dann geht es uns wie Mark Twain, der mal in einem ganz berühmten Roman geschrieben hat, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Da könnte man dann noch anfügen, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Das kann der Nachhaltigkeitsentwicklung oder Bewegung eben auch passieren. Alle bisherigen Versuche in Deutschland, im Klimaschutz voranzukommen, ich weiß, das wollen Sie nicht hören, sind nicht einfach gescheitert. Sie haben teilweise mehr Schaden angerichtet, als dieser Klimaschutz vorgab, an Schäden selbst unter besten Bedingungen irgendwie vermeiden oder tilgen zu können. Die deutsche Energiewende, auch auf die wird heute noch einzugehen sein, weil die nämlich der Blueprint ist für die angebliche Machbarkeit des Vereinens von unbeschränktem Wohlstand auf der einen Seite und dem Nötigen, um die ökologischen Lebensgrundlagen zu schützen. Wenn die nächste Finanzkrise kommt oder der Energiepreis für Öl um das Dreifache zunimmt, und keine LKWs mehr nach Münster kommen, um die Supermärkte zu beliefern. Was meinen Sie, wie lange die Supermärkte, wie Sie alle kennen, noch Nahrungsmittel auf Lager haben? Ich bin Produktionswirtschaftler, ich sage es Ihnen, keine zwei Tage. Und dann verhungert der Homo-Konsumens, der im Wohlstand jede Fähigkeit verlernt hat, auch durch eigene Aktivitäten zur Befriedigung der basalen Grundbedürfnisse beizutragen. Resilienz heißt, stell dir vor, es ist eine Ölkrise und du merkst nichts davon. Weil du dir abgewöhnt hast, in den Urlaub zu fliegen oder ein Auto zu benutzen. Übrigens, das größte Problem dabei ist, dass es Menschen gibt, die selber nicht nachhaltig leben, aber anderen das beibringen wollen. Das ist schon der erste Fehler, den wir überall flächendeckend machen, auf den werde ich dann eingehen. Zum Schluss gibt es aber doch noch einen guten Ausblick, weil diese selektiv und ohne Anspruch auf Vollständigkeit von mir herausgegriffenen fünf Ebenen, die ich jetzt kurz traktieren werde, lassen uns Lehren gewinnen oder Einsichten auch gewinnen, die auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt hinauslaufen. Dieser Fluchtpunkt lautet, nachhaltige Entwicklung ist eine Frage der Lebensstile und nicht der Windmühlen oder der Passivhäuser. Aber Lebensstile nachhaltig zu gestalten, braucht einen Ort, wo sich Menschen gegenseitig darin bestärken, um Subkulturen aufzubauen. Und das ist die Ebene der Reallabore. Und die finden wir hier in Münster, auch in anderen Städten. Ja? Also gemeinsam einfach leben, das finde ich sehr gut. Das einfach finde ich gut, das kommt mir als Wachstumskritiker entgegen, aber das gemeinsam auch. Weil die einzelne Person empfindet so viel Schamgefühle dabei, fühlt sich so unwohl, so ausgestoßen, so wenig sozial und kulturell anschlussfähig, wenn er oder sie im Sinne einer Reduktion Dinge weglässt, dass man nicht verlangen kann, dass dieser Weg beschritten wird. Aber da, wo Gruppenbildungsprozesse sind, wo Tage der Nachhaltigkeit wie hier in Münster stattfinden, begegnen sich Gleichgesinnte, die merken, dass sie vielleicht schon seit was wie eine sogenannte kritische Masse darstellen. Der Begriff kommt nicht aus der Atomenergie. So, und ebenfalls wichtig ist es, in der Nachhaltigkeitskommunikation mehr auf Vorbilder zu setzen. Ich habe mich lange beschäftigt mit auch Kommunikationswissenschaft mit Kultursoziologie, obwohl ich von Haus aus Ökonom bin, weil ich irgendwie zufällig an ein 4 Jahre anwährendes vom BMBF gefördertes Projekt gelangt bin, das ich dann leiten musste zur Nachhaltigkeitskommunikation. Nach 4 Jahren
der intensiven Forschung, ein Forscherteam von fast 35 Leuten, aus allen Disziplinen, kam ein Ergebnis raus, das meine Großeltern schon gewusst haben. Nämlich, du kannst nicht Wasser predigen und Wein trinken. Das ist das größte Problem in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. Gut, so, los geht's. Also zum ersten Punkt, das Wachstumsproblem. Wir stehen, ich sagte es bereits, an einem Wendepunkt der Gestalt, dass es zwei konträre Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffs gibt. Alle sind sich einig, dass wir dringend ein Rettungsprogramm, ein Überlebensprogramm für die menschliche Zivilisation brauchen. Weil so weiterzumachen heißt, es ist bald aus. Ich glaube, die Wahrheit ist den Menschen zuträglich und auch vermittelt war. Das wissen wir alle. Aber es wird gerungen über den richtigen Weg und die Instrumente, um so ein Überlebensprogramm hinzubekommen. Auf der einen Seite haben wir das sogenannte grüne Wachstum, das darauf beruht, technische Innovationen in Gang zu setzen, die dafür sorgen, dass wir weniger Input benötigen für die Produktion von Gütern. Input, der ökologisch relevant ist. Fahren Sie ein 3-Liter-Auto, dann ist das um den Faktor 2 effizienter, also sparsamer, als ein 6-Liter-Auto. Ohne, und das ist das Entscheidende an dieser Strategie, dass Sie auf ein Auto verzichten mussten oder dass Sie auch nur 1 Kilometer weniger gefahren sind. Hurra, da freuen sich alle. Ein Passivhaus um den Faktor 5 energieeffizienter, wohlgemerkt nur bezogen auf Wärmeenergie, als ein ENEF-Haus. Ja? Wunderbar. Hauptsache ein zusätzliches Haus. Sie können mit allen Dingen des täglichen Lebens, die irgendwie produziert werden, die genutzt werden, können Sie Konzepte finden, die dafür sorgen, dass man sozusagen pro Leistungs- oder Wertschöpfungs- oder Gütereinheit eben weniger Quantitäten an Energie, Mineralien, Flächen und anderen Dingen benötigen und damit die Effizienz erhöhen. Das ist schön, da freut sich auch die Wirtschaft drüber, weil das sind neue Produkte und Technologien, die man braucht, auch neue Marktfelder. Das ist sehr kompatibel. Die andere Position innerhalb des grünen Wachstums ist die der Kreislaufwirtschaft und der regenerativen Energie. Indem wir nämlich nicht sparen, sondern dafür sorgen, dass nur solche Produkte und Energieträger genutzt werden, deren Umwandlung niemals zu einem ökologischen Schaden wird. Indem wir Null-Emissionssysteme schaffen. Stellen Sie sich vor, dieses Jackett ist vollständig biologisch abbaubar, dann hat das einen Schaden von null, wenn es mir nicht mehr gefällt. Die Mikroben freuen sich schon, wenn ich es auf den Kompost werfe. Und wenn das den Schaden der Höhe null hat, spielt es keine Rolle, ob ich 100 oder 100.000 davon produziere. Wunderbar. Genauso können Sie mit anderen Gegenständen verfahren, indem Sie ein Mikrofon modular so aufbauen, dass es nie zu Abfall wird, sondern die ganzen stofflichen Fraktionen über die Montage wieder eingespeist werden können, um abermals einen geschlossenen Kreislauf zu haben. Und die regenerative Energie ist behauptetermaßen auch ein Null-Emissionssystem, sodass auch hier Sparsamkeit keine Rolle mehr spielt. Die Sonne schickt keine Rechnung, hat ein kluger Vogel mal geschrieben oder auch als Buchtitel benutzt, aber der hat vergessen, dass es also natürlich auf der Erde vieler Flächen bedarf und der Produktion von PV-Anlagen. Okay, die Wachstumskritik, die jetzt wieder erwacht ist, nachdem sie einige Jahrzehnte verdrängt worden war durch die Auffassung, dass grünes Wachstum funktioniert, speist ihre Existenz aus der Beobachtung, dass all die Versuche über Effizienz, über regenerative Energie, geschlossene Kreisläufe oder biologisch abbaubare Produkte, also darüber irgendwie die Ökosphäre zu entlasten, mindestens gescheitert sind. Wenn nicht noch mehr Schaden angerichtet haben, als theoretisch dadurch zu verhindern wäre. Ich sagte es bereits. Und die deutsche Energiewende muss man hier deshalb sofort als eine Art Kronzeuge benennen, weil weltweit auf Deutschland geschaut wird. Und der Musterschüler im Klimaschutz, also die Bundesrepublik Deutschland, ja, soll angeblich vorweisen können, dass man mit dieser Energiewende eben dieses Kunststück vollbringt. Ungebremster Reichtum, Mobilität, Konsum, Digitalisierung und sonstige Inanspruchnahme industriegemachter Bequemlichkeit auf der einen Seite und ein Genuss ohne Reue versprechen. Diese Energiewende ist so krachend gescheitert, dass das zwei Vorträge bräuchte, um alle Facetten dieses Scheiterns hier mal auszubreiten. Verstehen Sie mich aber bloß nicht falsch. Wir brauchen dringend eine Energiewende, aber bitte eine, die den Namen verdient. Die Windenergie hat Deutschland so verändert, dass wenn ein Mensch, der vor 20 Jahren das letzte Mal Deutschland bereist, seit dieses Land nicht wiedererkennt. Und was hat sie gebracht, die Windenergie, außer dass Landschaften nachindustrialisiert wurden? 2,4 bis 2,5% beträgt der Anteil der Windenergie an der gesamten Primärenergie, die wir in Deutschland verbrauchen. Der Anteil der Photovoltaik liegt bei 1%.
der Anteil der Solarthermie bei 0,2%. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Homöopathie, aber kein Klimaschutz. Und zu Ende ist die Energiewende deshalb, weil sie in Deutschland, aber ich nehme Angebote gerne entgegen, kaum mehr eine Fläche, ein Wald, ein Refugium finden, wo sie einen Windpark aufbauen können, ohne einen Bürgerkrieg zu riskieren. Wir waren mal an dem Punkt, wo wir sagten, Klimaschutz ist nötig, um die ökologischen Lebensgrundlagen zu schützen, ohne die wir nicht existieren können. Jetzt zerstören wir die ökologischen Lebensgrundlagen mit der Begründung, dies sei für den Klimaschutz nötig. Aber das ist nicht das einzige Problem. Ich könnte jetzt sehr viel über die ganzen Bumerang-Effekte und die ganzen Logiken des Misslingens von ökologischem und technischem Fortschritt reden. Aber was mir auch sehr wichtig erscheint, ist, ich habe ja Luther heute schon mal genannt, ist der religiöse Charakter dieser Techniküberschätzung. Alle Leute stehen staunend vor einer Enercon-Anlage, die 3,55 oder 7,5 MW Nennleistung hat. Aber diese Anlage ist nicht mehr wert als das Übertragungsnetz, das mir zur Verfügung steht, um wirklich den Strom dahin zu bringen, wo er hingehört. Ist nicht mehr wert als die Speichermöglichkeit. Und viele andere solcher technischen Fortschritte entpuppen sich später oder wenn man alle nachgelagerten oder zeitlich oder räumlich oder stofflich verschobenen Effekte negativer Art einbezieht, als reines Problem kaschieren. Ich habe gerade eine Studie gelesen über Passivhäuser. Es ist inzwischen relativ klar, dass Passivhäuser nicht mal viel weniger Energie verbrauchen in der Gesamtbilanz als stinknormale Enerhäuser. Die Stromverbräuche in Passivhäusern scheinen 5-mal so hoch zu sein im Durchschnitt. Und das Nutzerverhalten ist auch entscheidend. Es gibt eine alte Studie noch, ich habe in dem Thema gearbeitet, wo man erkennen kann, dass in Abhängigkeit vom Nutzerverhalten die Wärmeenergie um den Faktor 5 noch schwanken kann. Geregelte Drei-Wege-Katalysatoren, die ja auch so eine Art Genuss und Reueversprechen für den motorisierten Individualverkehr sein sollten, kristallisieren sich jetzt als großes Umweltproblem heraus. Auch etwa nach 20 Jahren, 30 Jahren, wissen wir, dass die Katalysatoren drei verschiedene Emissionen erzeugen, die jetzt dazu geführt haben, dass also die Flechten- und Moosvegetation an vielbefahrenen Straßen sich verändert hat. Das konnten wir damals nicht wissen. Das Fazit, das hieraus folgt, ist, nicht die Technik hilft uns weiter, sondern am Ende nur eine Reduktion unserer Ansprüche an das, wovon wir glauben, dass wir es technisch ökologischer machen können. Eine Energiewende in Deutschland würde bedeuten, Energie zu sparen, dann wieder zu sparen, um den Rest dann in der Tat innerhalb ökologischer Grenzen hoffentlich auf Basis regenerativer Energieträger wirklich auch erzeugen zu können. Denn es gibt keine Alternative zu regenerativen Energieträgern und es gibt nichts Wichtigeres als den Ausstieg aus der braunen Steinkohle und natürlich der Atomenergie. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Gut, ich komme jetzt zum zweiten wichtigen Problem. Ich nenne es das ökologische Versteckspiel. Wir müssen uns mal folgende paradoxe Situation vorstellen. Jedes Jahr seit 20, aber sogar seit 30 Jahren, erzielen wir in der Bundesrepublik Deutschland einen neuen Rekord, was die Verbreitung jeglicher ökologischer Produkte anbelangt. Egal ob Windkraftanlagen, Passivhäuser, Hessen Natur-T-Shirts, fairer Kaffee, Elektromobile, egal. Jedes Jahr einen neuen Rekord, was Publikation, Dokumentation, Medienereignisse, Netzwerke, Institutionen, Förderprogramme, Studiengänge, Professuren, ja, Forschungseinrichtungen, Nachhaltigkeitsberichte anbelangt. Überall nur neue Rekorde. Und jedes Jahr erzielen wir einen neuen Rekord, was die Pro-Kopf-CO2-Emissionen anbelangt. Ist das ein Messfehler? Lüge ich Sie an? Oder ist es ein Betriebsunfall, so eine kleine Entgleisung? Nein. Dahinter befindet sich eine Paradoxie, die ganz eng mit dem grünen Wachstum verbunden ist. Weil das grüne Wachstum ja darauf beruht, zusätzlich grüne Güter, Dienstleistungen, Technologien in die Welt zu bringen. Und wir wissen aus der Konsumforschung, dass Produkte und Dinge, die man sich kaufen kann, immer den Charakter einer Visitenkarte haben. Ja? Stünde ich vor Ihnen mit einem Armani-Anzug, einem Seidenhemd und einer zitronengelben Krawatte, wäre ich ein anderer für Sie. Wenn dann mein Chauffeur da draußen mit dem 7er BMW und den vergoldeten Klinken auf mich warten würde, wäre ich auch ein anderer für Sie. Wenn ich hier mein Notebook mit dem angebissenen Apfel hätte, wäre ich auch ein anderer für Sie. Und wenn Sie mich besuchen und von Weitem sehen, dass mein Haus ein Pultdach hat, bin ich auch ein anderer für Sie, nämlich ein Weltretter. Sie sehen gleich, ah, das ist ein Passivhaus. Wer in so einem Haus wohnt, ist ein Weltretter. Oder wenn ich in der Öffentlichkeit eine Bionadeflasche genauso halte, dass jeder sieht, dass es eine ist,
bin ich für Sie ein Weltretter. Produkte sind Botschaften. Und mit diesen Botschaften kann man viel erreichen. Man kann erreichen, dass die Welt glaubt, man sei ein Weltretter. Darum geht es. Und diese Logik des Ablasshandels ist kein Zufall. Der Mensch verfügt über die Fähigkeit, Differenzen zu bilden, Dinge miteinander zu vergleichen und dann natürlich mit diesen Differenzen zu arbeiten und zu wirtschaften. Wir bilden ein Saldo schon in der Grundschule, wenn wir also die Strichrechnung vermittelt bekommen. Überschüsse, Defizite, aber wir wollen auch Schäden regulieren. Wer einen Schaden auf sich zieht oder wer in gewisser Weise eine Buße tun muss, da bin ich wieder bei Luther, versucht sozusagen einen Ausgleich zu schaffen. Und das Moderne an unserem Dasein ist, dass wir in der Lage sind, die unvergleichlichen Dinge vergleichbar zu machen. In der Ökonomie sowieso. Wie kann es sein, dass drei Äpfel so viel wert sind wie drei Birnen? Das ist eine Konvention. Das kann in Kosten liegen, am Marktpreis, am Gebrauchswert oder am Arbeitsinput. Das kann aber auch ein reines Werturteil sein oder einfach schlicht und ergreifend eine reine Symbolik. Dass die Menschen in der Lage sind, dies zu tun, ja, befähigt sie, Probleme zu lösen und vernunftgeleitet, zielgerichtet zum Beispiel in der Wirtschaft voranzukommen. Die Kirche hat das noch viel früher gemacht als die Ökonomie. Ein Beispiel. Wenn vor etwa 50 Jahren ein junger Katholik zur Osterbeichte ging und unter Tränen dem Pastor gestand, dass er der Großmutter einen Apfelkuchen gestohlen hat, hat der Pastor nicht gesagt, pass mal auf, Junge, du musst diesen Apfelkuchen jetzt nachbacken, der Oma überreichen und eins zu eins im selben physischen Element diese Schuld begleichen. Nein, der Pastor hat gesagt, 10 Vaterunser. Was haben 10 Vaterunser mit dem Apfelkuchen zu tun? Das ist dasselbe Problem wie mit den Äpfeln und Birnen. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe 20 Vaterunser gebetet und mir den nächsten Apfelkuchen geklaut. Jetzt haben Sie verstanden, warum nachhaltige Entwicklung scheitert. Ja? Das schlechte Gewissen des Vielfliegers wird in Bionade ertränkt. Die Bionade ist das Vaterunser. Die Vielreise ist der Apfelkuchen. Das heißt, Menschen in modernen Gesellschaften tendieren dazu, Ethik ökonomisch zu betrachten. Da gibt es eine Waage. In die eine Waagschale werden die Nachhaltigkeitssünden gelegt und man guckt sie an und denkt, das ist unbequem, die fallen zu lassen. Aber in die andere Waagschale werden Symbole gelegt. Passivhäuser, Bionadekonsum, ich sagte es bereits, Hess-Natur-T-Shirts und immer fair gehandelter Latte Macchiato. Gleichzeitig geht man jedes Wochenende auf den Laufsteg des Denry-Supermarktes, wo sehen und gesehen werden in der Ökoszene ganz, ganz wichtig ist. Aber was bringt das? Wenn man sich das näher anschaut, dieses Problem, dann stellt sich heraus, dass es so etwas wie nachhaltige Produkte und nachhaltige Einzelhandlung gar nicht geben kann. Wenn ein Mensch an mir vorbeirauscht mit einem Elektromobil, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer mit dem gerade schon benannten 7er BMW. Aber der Typ mit dem 7er BMW Vegetarier ist und noch nie in den Urlaub geflogen ist, während der Typ mit dem Elektromobil gerade deshalb das Elektromobil fährt, weil er so viel Fleisch isst und jedes Quartal im Flugzeug sitzt. Dann werden plötzlich diese vermeintlichen Nachhaltigkeitssymbole zu einem Problem. Je gebildeter Menschen sind, desto ausgeprägter ist ihr Sinn für Nachhaltigkeit und desto schwerer wiegen die Gewissensbisse. Das Gewissen ist direkt unter der Leber, hat mir mal ein Mediziner gesagt. Das kann schmerzhafte Entzündungen davontragen, wenn man zum Beispiel eben gewisse Nachhaltigkeitssünden begeht. Und je mehr diese kognitive Dissonanz, dieses schlechte Gewissen sozusagen zu Buche schlägt, desto mehr Bionade und Biostrom und Passivhäuser brauche ich. Und je mehr solche therapeutischen Mittel da sind, umso weniger muss ich mich um die Sünden kümmern. Das heißt, der nachhaltige Konsum hilft nicht nur nicht, sondern er kann sogar zur Rechtfertigung und Stabilisierung der krassesten Nicht-Nachhaltigkeit führen. Kann man das Problem lösen? Ganz einfach. Mich wundert, dass eben daran immer so vorbeigemogelt wird. Wir müssen aufhören, Nachhaltigkeitssymbole zu zählen. Neulich sagte eben auch so ein Physikprof zu mir, Mensch Pech, Sie mit Ihrer Wachstumskritik, es geht doch voran, immer mehr Windkraftanlagen. Das ist ein Verblendungszusammenhang, um mit Adorno zu reden. Nur die individuelle CO2-Bilanz hilft weiter. Schauen Sie, nachhaltige Entwicklung kennt so viele Definitionen, dass ich mir den Mund fusselig reden könnte, um die hier alle durchzubuchstabieren. Aber eines ist sicher. Der rote Faden, der sich durch alle Nachhaltigkeitsdefinitionen zieht, bedeutet,
dass wir globale Gerechtigkeit innerhalb unverrückbarer ökologischer Grenzen brauchen. Das versteht jeder. Und im Klimaschutz heißt das, das ist das wichtigste ökologische Problem, darum können wir uns nicht herummogeln, heißt das, dass wir mindestens das 2-Grad-Klimaschutzziel einhalten müssen. Das ist keine Kür, sondern das ist das Überlebensprogramm, zumindest in der Sparte Klimaschutz. Das heißt etwas, was jeder verstehen kann. Wir haben dann noch ein gewisses Budget an CO2-Emissionen und können das auf die 7,3 Milliarden Menschen so verteilen, dass jeder und jede, egal auf welchem Kontinent, ein gewisses Quantum davon verursachen darf, durch Mobilität, Ernährung, durch das Wohnen, durch digitale Bequemlichkeit und so weiter. Das sind 2,5 Tonnen pro Jahr und Kopf. Wenn ein Mensch 80 Jahre alt wird, diese Lebenserwartung hat, heißt das, er oder sie hat 200 Tonnen CO2. Das ist das Lebenszeitbudget. Ja? Das Problem ist, ich kenne immer mehr Menschen, in meinem Umfeld sogar, die das schaffen, dieses Budget mit Ende 20, mit Anfang 30 zu verballern. Weil das Klimaruinöseste, was man tun kann, eben die Flugreise ist. Das, was man Kindern, wenn sie ihr Abitur haben, gerne schenkt. Fliegt mal nach Australien, lernt mal die Welt kennen. Oder nach Neuseeland. Neuseeland bringt 14,5 Tonnen CO2 pro Kopf hin und zurück. Wenn sie pro Jahr nur 2,5 Tonnen haben, kann es keinen noch so nachhaltigen Konsum geben. Kein noch so sparsames Passivhaus, das in irgendeiner Form diesen Schaden wieder ausgleicht. Ja? Das heißt, wir müssen zwei Dinge lernen. Erstens, Nachhaltigkeit kann man nur messen an einem ökologischen Gesamtkunstwerk namens Mensch. Das heißt, nur was ein Mensch während seines ganzen Lebens an ökologisch relevanten Dingen auf die Waage gebracht hat, das zählt. Und nicht die Passivhäuser und der Bionade-Konsum, auch nicht das Urban Gardening oder das Repair-Café. Leider ist das so. Und das Zweite, was wir daraus lernen können, ist, Sesshaftigkeit, und das will kaum jemand gerne hören, ist die Grundbedingung für jeden Ökologieschutz und erst recht Klimaschutz. Wer nicht von Sesshaftigkeit reden will, sollte aufhören, dann auch von Nachhaltigkeit zu reden. Gut, jetzt habe ich noch zwei Punkte, die ich kurz ansprechen möchte. Die Frage, ob denn zum Beispiel Sesshaftigkeit, ob denn zum Beispiel Enthaltsamkeit, die sogenannte Suffizienz, ob das denn mit Verzicht gleichzusetzen sei. Natürlich ist es im Sudan Verzicht, natürlich ist es in Deutschland Verzicht, wenn ein Mensch, der prekär lebt oder der langzeitarbeitslos ist, wenn der jetzt zu hören kriegt, hey, super wie du lebst, schön suffizient, mach mal weiter, was eine Frechheit. Das ist sogar, wenn das auf afrikanische Verhältnisse übertragen wird, sogar Zynismus. Aber die Mehrheit der Menschen in Europa lebt brutal über ihre Verhältnisse. Warum? In Deutschland haben wir 11 Tonnen CO2 als Durchschnittswert pro Kopf und wir müssen runter auf 2,5. Ich sagte es bereits, in der Konsumforschung gibt es eine völlig neue Ausrichtung, nämlich eine zeitökonomische Rekonstruktion. Ja, Frage, wie Menschen glücklich werden. Damit ein Mensch glücklich werden kann, durch eine Konsumhandlung, brauche ich erstmal Geld, heißt es. Weil was ich nicht kaufen kann, kann ich auch nicht instrumentell anwenden, um durch Konsumhandlung irgendwie mein Wohlbefinden zu erhöhen. Also wenn ich da in dieser Pinkus-Kneipe bin und habe kein Geld und kann kein Hefeweizen kaufen, ist das doof. Dann nützt es nichts zu wissen, dass es das gibt. Ich brauche das Geld. Aber das ist nicht alles. Ich brauche Zeit. Es gibt keine Konsumhandlung, die bei einem menschlichen Lebewesen etwas Positives ausrichten kann, wenn nicht dieser betreffende Mensch der Konsumhandlung hinreichend viel Zeit gewährt. Selbst das Trinken des Wassers hier kostet Zeit, weil ich nicht gleichzeitig sprechen und trinken kann. Wenn Sie ins Kino gehen und den neuen Alien, hier diesen Ridley Scott-Film anschauen, um 8 Uhr und Sie haben um 9 Uhr natürlich bei Pinkus eine Verabredung, und wollen jetzt beide Genüsse an diesem Abend irgendwie unterbringen. Gierig genug sind wir doch, oder? Um uns sowas vorzustellen. Jetzt gehen Sie zum Filmverführer und sagen, hör mal Harry, kannst du diesen Kinofilm nicht viermal so schnell laufen lassen, dann bin ich rechtzeitig zur Verabredung in der Pinkus-Kneipe. Geht nicht. Kann er machen. Aber Sie können, weil Ihre Sinnesorgane schlicht und ergreifend diese Beschleunigung nicht meistern und auch ihre psychischen Ressourcen begrenzen, können diese wunderbaren Kreaturen und die Schießereien und diese Raumschiffe und das alles, das können sie nicht genießen. Auch keine Liebesszenen und so weiter. Genuss ist nicht zu beschleunigen, um es in einem Satz zu sagen. Aber weil das so ist, tun wir uns etwas an, indem wir ein nicht vermehrbares Zeitbudget vollpfropfen mit immer mehr Genüssen, Events
und natürlich auch Konsumhandlung und auch Mobilität, sodass der einzelnen Aktivität überhaupt nicht mehr die Zeit zugutekommen kann, die die Aktivität braucht, um bei uns etwas auszurichten. Deswegen ist die Reduktion kein Verzicht, sondern Schutz vor Reizüberflutung, vor Erschöpfung, vor Stress. Und Stress ist der Todfeind des Genusses. Deswegen glaube ich, dass es ein mittleres Maß gibt des Konsums, ich will den Konsum ja nicht schlecht reden oder abschaffen, ein mittleres Maß, das zufälligerweise uns gut tut, aber der Ökosphäre eben noch mehr. Ja? Letzter Punkt, vorletzter Punkt. Oh, ich gucke auf die Uhr. Nee, dann ist es auch der letzte Punkt. Okay, Resilienz als die neue Nachhaltigkeit. Früher hieß es, eben sei der Mensch hilfreich und gut und möge auch das Nötige tun, um die Lebensgrundlage für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Das ist Schnee von gestern. Inzwischen ist es auf diesem Planeten ökonomisch und was die Ressourcensituation anbelangt, so brenzlig geworden, dass wir nicht mehr sicher sein können, ob nächste Woche nicht doch wieder eine Finanzkrise ausbricht oder die sogenannte Fracking-Blase in den Vereinigten Staaten platzt und dann das Rohöl, ich sagte es bereits, von heute auf morgen dreimal oder fünfmal oder zehnmal so teuer ist. Das sind keine negativen Utopien, sondern das ist denkbar. Und unsere Abhängigkeit von diesen Ressourcen ist durch unsere Wohlstandsorientierung so gigantisch geworden, dass es ja gar nichts mehr gibt in diesem Raum, außer der Luft, die wir atmen, was nicht abhängig ist von viel Rohöl. Und Sie können Kohle vielleicht mit regenerativer Energie ersetzen, aber nicht Rohöl. Das ist das Problem. Rohöl ist das Schmiermittel jeder Versorgungskette. LKWs werden wir nie elektrifizieren, jedenfalls nicht in den nächsten 50 Jahren. Wir kriegen es ja nicht mal hin mit hinreichend vielen PKWs. Und diese Verletzlichkeit unseres Lebensstils, also durch verschiedene Krisen, ist es, die wir meistern müssen. Und hier gilt so eine ähnliche Logik wie die ich gerade schon genannt habe, als es um das Verhältnis zwischen Zeit und Konsum ging. Dass zufällig das, was uns krisenrobust, was uns souverän stabil werden lässt, auch das ist, was eben der Ökosphäre gut tut. Krisenrobust zu sein heißt, das hat die wunderbare Marianne Grodemeyer, eine der wichtigsten Nachhaltigkeitsforscherinnen, mal gesagt, Krisenrobustheit, sie nennt es Daseinsmächtigkeit, bedeutet, die Ansprüche zu senken, vorsichtig, um das Niveau zu erreichen, auf dem auch dann noch eine würdevolle Versorgung möglich ist, wenn alle Tankstellen zu haben und die Supermärkte auch. Ja? Viele schöne Projekte, die in diesem Heft hier genannt sind, ich habe mir das genau angeschaut, ja? Zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, Reparaturökonomie, Verleihsysteme, haben diese wunderbare Eigenschaft. Was ist zum Beispiel an der solidarischen Landwirtschaft, also zum Beispiel an dem Hof Entrup 119, außer dass es nachhaltig ist, auch resilient, ganz einfach. Hier gehen wir eine ganz neue ökonomische Beziehung ein, in dem die Menschen, die da Mitglied sind, ihren Konsum nicht so lassen, wie er war, sondern ihre Ansprüche auf das Niveau senken, dass die Saison, dass die Region und dass die vorhandenen Kompetenzen so hergehen. Aber da, wo Gruppenbildungsprozesse sind, wo Tage der Nachhaltigkeit wie hier in Münster stattfinden, begegnen sich Gleichgesinnte, die merken, dass sie vielleicht schon so etwas wie eine sogenannte kritische Masse darstellen.